Hallo Freunde, herzlich willkommen zur Rapid Session, heute gegen Costilla 62 und wir haben ein modernes Benoni auf dem Brett. Und wir sehen, das ist die Original-Benoni-Struktur, wenn Weiß mit dem C-Bauern auf D5 steht, dass Weiß versucht im Zentrum, zum Beispiel mit F4, ja, und Schwarz sucht im Regelfall am Damenflügel sein Gegenspiel. Und A4, A6. Wir sehen, dass ich hier schon ein paar Kommentare gemacht hatte. Liegt daran, dass das Audio irgendwie nicht funktioniert hatte. Also muss ich es nochmal versuchen. Läufer E7 kam hier und wir sehen, normalerweise versucht Schwarz in dieser Benoni-Struktur den Läufer zu fianchettieren über G7 und dann Druck auf dieser Diagonale zu machen. Auf E7 steht er insofern sicher, dass er den D6 zum Beispiel deckt, aber er blockiert auch die E-Linie. Das heißt, er kann keinen Druck gegen meinen E4 machen. Ist also passiver, nicht unsicher in dem Sinne, aber ja, ist einfach kein Gegenspiel oder weniger Gegenspiel. Langsamer vor allem. Ich habe mich für F4 entschieden mit dem Plan, irgendwann Springer raus und E5 so als langfristiges Ziel. 0-0. Und jetzt habe ich Läufer E2 gespielt. Das hat den einfachen Grund, dass ich Springer F3 vermeiden wollte, um diese Fesselung zu vermeiden, denn Schwarz wird diesen Springer tauschen und damit die Kontrolle über das Feld E5 erhöhen für sich. Und deswegen habe ich Läufer E2 gespielt, dass wenn jetzt ein Zug wie B6 oder irgendwas käme und Springer F3, Läufer G4 käme, kann ich den Springer wieder wegziehen und einfach meinen Springer auf dem Brett halten und nach dem Läufertausch den Springer über C4 auf ein schönes Feld spielen. Ja, E4, E5 damit unterstützen, den D6 im Auge haben, das wäre sicherlich eine gute Sache. Und deswegen Läufer E2, aber er hat Springer BD7 gespielt und dann war das E ad acta. Ja, erstmal zu Ende entwickeln und B7, B6, was gut ist, damit ich nicht hier irgendwann mit A4, A5 diesen Damenflügel mal festlegen kann. Ja, also B6 ist okay. König H1 geht einfach mal aus dieser gefährlichen Diagonale raus. Früher oder später wird es zu taktischen Operationen kommen und dann kann Schwarz vielleicht mal durch einen Zwischenschach auf dieser Diagonale ein wichtiges Tempo gewinnen und so habe ich das prophylaktisch einfach vermieden. Läufer B7 empfand ich als sehr, sehr passiv, denn der Läufer guckt nur auf diesen Bauern D5 und hat keine Chance, den irgendwie anzugreifen. Und auch auf B7 unterstützt er den Vorstoß B6, B5 nicht. So erst die Türme zwar verbunden sind und eine Figur entwickelt wurde, in Anführungsstrichen, aber ja, im Grunde keinerlei Bedeutung hat in dem Sinne. Und mein Plan wäre jetzt zum Beispiel, oder ich muss mir jetzt selber mit weißem Plan überlegen, Springer von F3 über D2 nach C4 wäre jetzt ein Plan, ja, um einfach die Figuren besser zu stellen. Und ich habe mich dann aber für Läufer D2 entschieden, um den Läufer über E1 Richtung G3, was dann den Vorstoß E5 unterstützen soll, oder Richtung H4, ja, einfach da mal was drohen kann, soll, dass der Läufer einfach auch noch mitspielt. Und Turm E8, damit Läufer E1, Läufer F8 sehen wir, dass jetzt endlich nach langer Zeit die E-Linie aufgegangen ist, Schwarz einen Druck gegen den E4 hat, den ich aber relativ leicht abwehren kann. Aber jetzt kommt Springer G4 und jetzt sehen wir, dass der Plan mit meinem Läufer überführen zum Königsflügel ja Schattenseiten hat. Nämlich die schwarzen Felder sind schwach und dann muss ich reumütig zurückgehen nach D2, denn nach F2 gehen und mir diesen schönen Läufer abtauschen lassen, ja, dass nach G6 dann dieser schwarze Läufer mitspielt und mich kontrolliert auf den schwarzen Feldern, das kommt sicherlich nicht in Frage. Deswegen Läufer D2, A6. So, wir sehen, der Springer G4, so aktiv er da auch steht, ist aber ungedeckt. Ich gewinne also ein Tempo mit dem Läufer E2 auf den Springer F5 und ich möchte mit meinem Springer auf das Feld F5 gehen. So kommt es auch und von hier aus steht er natürlich sehr aktiv, ja, in alle Richtungen. Ich unterstütze allerdings nicht mehr diesen Vorstoß E4, E5. Weil der Springer ja jetzt hier nicht mehr steht, den müsste ich gelb machen, so. Aber auf F5 steht er trotzdem aktiv. Und ja, im Grunde könnte Schwarz diesen Springer jederzeit vertreiben,
Das werde ich nicht verhindern können, aber durch die Konstellation des Bauern H6 ist halt der ganze Königsflügel, die Bauernkonstellation angeschwächt, sodass wenn ich mit E4 oder E5 oder F4, F5, da kann ich vielleicht ein bisschen rumhebeln, denn die Bauern sind dann etwas weicher, ne? Dass der G6 nicht mehr so oft gedeckt ist zum Beispiel. Ne? Also hat auch seine Nachteile, aber er muss ja nicht sofort G6 spielen, er kann es ja auch später machen. Und Turm C8 erstmal irgendwelche normalen Züge, aber ich glaube, er hat keine konkrete Idee, was er hier machen kann. Und das ist der Nachteil bei Stellungen mit wenig Raum. Und ich verbessere erstmal meine Figurenstellung, den Läufer nach C4, blockiert den C-Bauern, deckt den D-Bauern und bereitet nach E4, E5 vielleicht auch mal auf dieser Läuferdiagonale nach F7 mal irgendwelche taktischen Operationen vor. Wer weiß, was passiert. Und jetzt kommt, ja, Springer B8. Das ist, glaube ich, nicht gut, denn auf D7, er kann zwar nichts Aktives machen, verhindert aber immerhin E4, E5 von mir. Ja, also insofern doch wieder was Aktives. Aber auf B8 macht er ja gar nichts. Ich weiß nicht, was der da machte. Und Turm A1. Ich wollte alle Figuren mitspielen lassen. Ja, und jetzt diesen Vorstoß E4, E5. Und dann, also wenn es dann nicht gut ist, weiß ich auch nicht mehr, wann es gut sein kann. Ja, wenn ich alle Figuren mit am Spiel beteiligt habe. Und ja, jetzt kam irgendwie ein merkwürdiger Zug, nämlich König H7. Vielleicht war König H8 geplant. Vielleicht war es ein Mauslip oder irgendwas. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Aber König H7 macht natürlich gar keinen Sinn, hier in diese Diagonale reinzurennen. Ja, und alle möglichen Formen und Farben von Abzugsschachsdrohungen da selber gegen sich selber zu errichten. Gut, aber ich kann es ja nicht ändern. Also spiele ich jetzt E5. Das wollte ich sowieso. Und jetzt mit diesen Abzugsdrohungen umso gefährlicher. Und er gewinnt jetzt einen Bauern. Und ich hätte jetzt die Möglichkeit, einen Abzugsschach zu geben. Und dann auf C8 diesen Turm zu gewinnen. Und dann hätte ich immerhin eine Qualität gewonnen für einen Bauern. Aber das erschien mir doch noch relativ wenig. Und deswegen habe ich hier den Turm geschlagen. Und Läufer F4 gespielt und mir überlegt, wo kann die Dame hin? Die kann nicht nach D4 wegen dem Springer. Und auf der Diagonale des Läufers kann sie auch nicht bleiben. Und im Grunde hat die Dame nur noch ein einziges Feld auf dem ganzen Brett, nämlich E8. Und dann sehen wir, dass Springer D6, dieses Abzugsschach, jetzt hier diese Dame gewinnt. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Und ja, der Rest, ich weiß nicht, war wahrscheinlich nur warten und hoffen auf Disconnect oder irgendwas, ja, aber inhaltlich, glaube ich, können wir das relativ vernachlässigen, dass wir das etwas schneller spielen. Grundsätzlich sollte ich jetzt einfach jeden Bauern mitnehmen, den der Gegner einstellt, denn das vereinfacht die Sache im Regelfall. Und dann habe ich auf H6 diesen Bauern genommen, denn schlägt der Bauer den Läufer, ist der Springer weg und hat dann den Springer endlich mal wieder zentralisiert. Ich ziehe den Läufer weg und mache ein Luftloch. Das macht Sinn. Jetzt droht ein Abzug mit dem Läufer. Dann gehe ich nach B1, denn ich möchte Dame und Turm verbunden haben, damit ich Turm E1 den Turm vielleicht mal tauschen kann. Er kam nach E5 und mit einer Dame mehr muss ich jetzt hier nicht auf irgendwelche strategischen Sachen wie schwarze Felder und sowas. Im Regelfall sollte ich einfach alles tauschen und der Materialvorteil sollte sicherlich irgendwie reichen. Und ich tausche einfach alles ab und versuche das zumindest und decke dabei meine Bauern und greife jetzt einfach mal zwischendurch auch seine einfach an. Es droht Springer C5, weil der Läufer E5 ungedeckt ist. Dann mache ich das auch und dann nehme ich auch noch den nächsten Bauern. Was kostet die Welt? Aber jetzt muss ich den Springer, der steht natürlich hier, sage ich mal, jetzt hat er seine Pflicht getan, zwei Bauern gewonnen, aber den muss ich natürlich jetzt mal wieder ins Spiel, ins Zentrum, ja, zentralisieren. Und nach Springer E4 droht jetzt vielleicht mal sowas ähnliches wie ein Schach oder sowas, aber nichts Ernsthaftes. Und Springer D3 deckt das sowieso. Vor allem ist das Feld E5 jetzt aber auch gedeckt, so dass der Läufer da nie irgendwie auf dieser Diagonale mit einem Schach irgendwie kommen kann. Und F6, König H2 geht zwar da rein, aber ist deckt G3, aber auf dieser Diagonale droht ja gar kein Schach. Und dann gehe ich vorwärts, er geht weg,
Ich greife den Springer an. Ja, wir sehen, dass Läufer E5 immer noch nicht geht. Der Springer hängt auf D6, deswegen geht Läufer D3 nicht, weil das mit Schach ist. Und wenn er den deckt, gehe ich wieder zurück nach E3, gebe einen Schach und schließe einfach mal vorsorglich diese Diagonale ein. Vom praktischen Sinn greift den B6 an und ja, jetzt kam dieser Tausch, was natürlich die Aufgabe gleich kam. Ne? Der Springer ist immer noch ein bisschen Springergabeln, ne? Da weiß man ja nie, was passiert. Aber so kann ja nichts mehr passieren. Ne? Und dann drohe ich jetzt mit dem Springer aktiviert, um die Dame zu aktivieren. Ne? Und der D-Bauer ist natürlich auch gefährlich. Und ja, dann hat er hier auch einfach aufgegeben. Das, glaube ich, macht auch Sinn. Ja, interessant. Auf jeden Fall dieses Benoni mit Läufer E7. Ja, wir sehen die Vor- und Nachteile. In der Partie dann doch eher Nachteile, weil es sehr, sehr passiv war und sehr wenig Gegenspiel da war. Ne? Und ja, ich habe einfach meine Figuren auf aktive Felder gestellt und versucht, zum Beispiel mit Turm A, E1, jetzt habe ich alle Figuren im Spiel, ja, und dann macht eine Öffnung bestimmt auch Sinn, weil es taktisch bestimmt irgendwelche Rechtfertigungen immer gibt. Wenn alle Figuren im Spiel sind, haben die alten Meister schon gesagt, ja, das ist vernünftig. Gut, dass jetzt König H7 kam, hat die Sache erleichtert, aber ich glaube, rein vom Grundsätzlichen her habe ich meine Figuren auf gute Felder gestellt und bin jetzt bereit, irgendwie loszuschlagen. Ja, und dann kam es dann halt so. Ja, in dem Sinne, denke ich, denkt dran, lasst alle eure Figuren mitspielen und ja, viel Erfolg euch weiterhin und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.